Das sind die Karten, die wir bisher gezogen haben. Nach 15 Türchen. Wir haben 4 Holos, eine GX, eine Character Rare, also eine so eine Character Holo. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Gibt es dafür mittlerweile eine offizielle Bezeichnung? Und sonst einen Haufen Bulk-Karten oder Bulk-Karten. Schauen wir mal, was heute drin ist und ob es heute besser wird. Der 16. Dezember, meine Freunde. Und dementsprechend ab geht's ins Türchen Nummer 16. Das Türchen verbirgt sich dort unten. Wir machen es einmal auf. Oh, und wir gucken, was für ein Pokémon ist dahinter. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ein Schnurrgast. Damit sie bedrohlicher und größer aussehen, umschlingen Schnurrgast ihre Taille fest mit ihrem Schwanz. Krass. Ah ja, ja, ich kenne von Schnurrgast nur aus irgendeinem Set so ein Artwork, wo er, glaube ich, in der Spüle badet. Und achso, übrigens, hier gab es einen Bund der Gleichgesinnten. Hat wir lange nicht mehr. Dieses Bund, also, wir haben jetzt ja nur noch 8 Booster, wenn ich es richtig sehe. Mit dem hier sind es 9, aber hiernach haben wir nur noch 8 Booster. Und, nee, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 Booster, okay. Ich bin super in Mathe. Und so langsam müssen mal die dicken Puls kommen. Ich habe schon gesehen, dass Leute teilweise Rainbow Rares aus ihrem Kalender ziehen. Rainbow Rares, Leute. Ja, und selbst Items hatten Turtok, Plinfer, Tag Team rausgeholt, ja. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann doch nicht sein, Alter. Naja, wir gucken auf eine Feenenergie, auf ein Noctu? Skaripas. Oh doch. Kamaup. Ach, dieses Set haben wir so oft aufgemacht, ne? Also, stimmt. Nur ich, weil, also was heißt so oft aufgemacht? Für meine Verhältnisse, ich habe ein halbes Display damit zerrippt. Sabladin, Vinico und halt natürlich auch die japanischen, ne? Sky Legend Version. Rotomorph. Ein Cleopatra, also eine seltene, eine Rare Reverse. Sehr schön, immerhin. Und dahinter ist ein Stalos. Ich glaube, Stalos haben wir schon mal gezogen. Einer der ersten Rares, glaube ich, die wir hier hatten. Schade. Mann. Das ist ja wieder so schade. Wo bleiben die Pulls, Leute? Ihr verfolgt doch sicherlich auch andere Kalender. Wie sieht's da denn aus? Wie ist da so die Pull-Rate aus dem Kalender? Oh, schade, Mann. Wir sind noch auf der Jagd nach einer weiteren GX, meine Freunde. Wird es etwa morgen soweit sein? Der 17. Dezember wird dann morgen vor der Tür stehen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Montag. Habt einen tollen Tag in der Uni, in der Arbeit, in der Schule. Wo immer ihr hingeht, Freunde, lasst euch nicht unterkriegen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.